Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kranien werden ab und zu als eintönige oder sogar als langweilige Pflanzen bezeichnet. Sicher zu Unrecht, wie die prachtvollen Bilder beweisen, die unser Kameramann im Hinblick auf diese Sendung schon im letzten Sommer, wo noch alles in voller Blüte gestanden ist, in der Altstadt von Basel aufgenommen hat. Die dankbare Pflanze bietet mit ihrer Vielfalt an Sorten, Blüten und Farben immer wieder einen prächtigen Anblick. Und das ohne grossen Aufwand bis weit in den Herbst hinein. Wenn Sie Ihre Granien vom letzten Jahr nicht haben können überwintern können, wenn Sie Ihre alten Bestände ersetzen müssen oder ergänzen möchten, empfehle ich Ihnen jetzt einen Abstecher in den nächsten Go-Platten zu machen. Sie finden dort ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Granien, von wirklich guter Qualität. Aus Schweizer Aufzucht, gelüftet und abgehärtet zum günstigen Preis von 4,50 Franken pro Pflanze. Denken Sie beim Umtopfen daran, dass die Pflanzen für eine gesunde Entwicklung genug Platz brauchen. Pro Pflanze rechnet man ca. 5 Liter Erde. In einem Kistli von 80 cm Länge hat es also Platz für etwa 4 Pflanzen. Bei der Erde sollte man übrigens nicht sparen. Granien sind für eine unverbrauchte Erde dankbar und belohnen das Umtopfen mit einer reichen Blüte. Wir empfehlen Ihnen darum unsere spezielle Granienerde. Blumenkistli aus asbestfreiem Eternit kommen Sie bei uns zurzeit günstiger über. Ein 60 cm langes für 9,50 und ein 80 cm langes für 13,90. Die Auswahl der Granien ist natürlich in erster Linie eine Frage von Ihrem persönlichen Geschmack. Denken Sie aber daran, dass je nach Standort hellere oder dunklere Blüten besser zur Geltung kommen. Setzen Sie darum auch ein bisschen Kontrast, kombinieren Sie und wählen Sie auch einmal ein besonders dekoratives Pflanzengefäß. Die Pflege der Granien ist wie gesagt einfach. Während dem Wachstum leicht feucht halten, dann zunehmend gießen. Und wenn Sie ein- bis zweimal pro Woche düngen und die verwelkten Blüten jeweils entfernen, werden Sie viel Freude haben mit diesen blühwilligen Pflanzen. Im Markenfenster geht es heute um Babynahrung. Bezüglich der Sicherheit dieser Produkte erlassen Gesetzgeber strenge Vorschriften. Und auch Coop ist besonders kritisch in der Auswahl der Hersteller. Weil die Produkte nur so gut sein können wie die Umwelt, wo sie herkommen, setzt man bei Galactina konsequent auf einen biologischen Anbau. Der Galactina Biogemüseteller zum Beispiel enthält nur Gemüse aus rein biologischem Anbau. Durch einfaches Anrühren gibt der Galactina Biogemüseteller kaltreiche, würzige Mahlzeiten für Säuglinge und Kleinkinder. Die Erfahrung und Qualitätssicherung bei Galactina garantieren, dass Baby und Kleinkinder gesund ernährt werden. Auch bei diesen herrlichen Gläsli-Mahlzeiten ist der biologische Anbau eine zusätzliche Galactina-Leistung. Ebenfalls in den Coop-Läden vertreten ist Nestlé, ein weiterer Spezialist für Kindernahrung. Nach der Stillzeit oder wenn zu wenig Milch da ist, empfiehlt Nestlé ab dem 4. Monat eine Folgemilch wie Beba 2. Für Mütter, die Kuhmilch bevorzugen, gibt es eine bewährte Alternative, Lacto Plus. Dank verschiedener unentbehrlicher Zutaten ist Lacto Plus von Nestlé eine vollwertige, ausgewogene Nahrung. Leicht verdaulich und gut sättigend, damit die kleinen Babys körperlich und geistig harmonisch wachsen können. Bekanntlich haben ja nicht nur Babys und Kleinkinder Hunger. Darum jetzt noch schnell ein Rezeptvorschlag für die, die schon etwas grösser sind. Das Rezept von dieser Woche läuft unter dem Signet günstige Küche. Menge Gourmet wird aber bestimmt viel für die Tortelloni zahlen, die mit einer Ricotta-Spinatfüllung und einer feinen Tomatensauce zubereitet werden. Das Teigwarenmehl, Salz, 4 frische Eier, einen Löffel Olivenöl und wenig Wasser habe ich zu einem glatten, weichen Teig verarbeitet, kräftig durchgeknetet und lasse jetzt zugedeckt eine halbe Stunde ruhen. Während dieser Zeit kann ich die Füllung zubereiten. Ein Knoblauch zäche und eine kleine Zwiebel fein hacken und im Olivenöl dämpfen. Ein Paket Spinat antauen und ein paar Minuten mitdämpfen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Jetzt die Pfanne ein bisschen abkühlen, dann die Ricotta, die Eier und den Grip mit Parmesan dazugeben, gut vermischen und mit Pfeffer und Salz würzen. Dann den Teig ca. 2 mm dick auswallen und in Viereck von 8x8 cm schneiden. Damit Zeit längt, habe ich auch das schon vorbereitet. Auf jedes von diesen Viereck kommt jetzt ein halber Teelöffel Füllung. Dann die Teigviereck zu Dreieck falten, beide Ecken nach vorne biegen und mit etwas Wasser zusammenkleben. Gut andrücken, dass es auch hebt und die dritte Ecke so nach oben biegen. Die Tortelloni in einer grossen Pfanne in schwach gesalzenem Wasser portionenweise ca. 10 Minuten ziehen. Dann auf einer vorgewärmten Schüssel anrichten. Serviert werden die Tortelloni mit Tomatensauce, viel geschnittenem Basilikum und dazu gibt es gerippten Parmesan. Bestimmt möchten Sie das lustige Rezept so bald als möglich ausprobieren. Sie finden es in der Coop-Zeitung von dieser Woche auf der farbigen Doppelseite in der Mitte. Viel Vergnügen! Und wie immer noch ein Blick auf eine Auswahl von Aktionsangeboten, die ab morgen in unseren Läden auf Sie warten. 6 Packungen Napoli-Spaghetti gibt es zum Beispiel für nur 4,80 Franken.
und 3 Packungen Cambly-Brezeli kosten 5.50 Franken. Alle tiefgekühlten Goldstar-Pizza sind 1 Franken günstiger. Pizza con Fungi zum Beispiel gibt es für 3.50 Franken. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Verschiedene Speisöl offerieren wir Ihnen ab sofort günstiger. Sonnenblumenöl zum Beispiel kostet jetzt pro Liter 25 Rappen weniger. Und im Coop-Restaurant offeriert Ihnen der Küchenchef eine feine Bullebrust Tikka mit Reis und Zugetti für nur 9.80 Franken. Und weil wir sie ja von Blumen hatten, da noch ein Angebot. Petunie Surfinia kostet bei Coop nur 3.90 Franken. Das war es für heute. Am nächsten Mittwoch würden wir Sie gerne einladen zu einem Besuch im Coop-Restaurant St. Annahof in Zürich. Schalten Sie doch ein, wenn Sie Zeit und Lust haben. Bis dann, auf Wiedersehen.